viele Sehende meinen, man sieht immer schwarz, wenn man blind ist. Ich sehe nur Farben. Und wenn ich male, dann bin ich auch in keinster Weise blind. Ich sehe das alles. Ich weiß natürlich nicht, was reell ist, aber vor meinem Auge sehe ich alles. Beim Malen bin ich total frei. Claudia Stiegelmeier-Keshishtzadeh ist blind. Aber das war sie nicht immer. 1992, mit 23 Jahren, erkrankte sie an Leukämie. Eine Knochenmarkstransplantation rettete ihr zwar das Leben, führte aber zu Abstoßungsreaktionen im Körper. Auch die Hornhaut der Augen war betroffen. Sie wurde allmählich blind und verlor 2007 komplett ihr Augenlicht. Als es dann wirklich soweit war, bin ich 3 Wochen auf der Couch gesessen und habe getrauert, wie um Verlust eines Menschen. Und nach 3 Wochen bin ich aber dann ins Atelier über und habe angefangen zu malen. Das war dann irgendwie ein Befreiungsschlag. Claudia arbeitet in der Kreisapotheke in Pfaffenhofen. Die gehört ihrem Mann Nerses, der aus dem Iran stammt. Sie ist ausgebildete pharmazeutisch-technische Assistentin. Ihr Traumberuf war ursprünglich aber ein anderer. Von Haus aus wollte ich eigentlich auf ein Kunststudium machen. Bloß da hat mein Vater nicht so mitgespielt. Der hat gesagt, lern was Gescheites. Und dann bin ich eigentlich durch Zufall in die Apotheke gekommen. Und es war aber wirklich für mich eine Glückssache, weil ich in der Apotheke sehr gerne arbeite und sehr gerne auch mit der Materie umgehe. Artikelname Menge Bestand S. Gerdreizen. 20 Sekunden Liquid zu 250, 142, 1, 142. Eine spezielle Software liest vor, was auf den Medikamentenlisten steht. In irrwitziger Geschwindigkeit. Blinde hören sehr schnell. Das lernst du im Laufe der Zeit. Also wenn ich alleine für mich arbeite, dann höre ich brutal schnell. Da hört keiner mehr mit. Super, danke. Ich glaube, blind ist so etwas, wo die Leute einfach auch immer ein bisschen Ängste haben. Und ich glaube, das ist so etwas, wo jeder sagt, das möchte ich auf keinen Fall erleben. Aber ich kann bloß sagen, blind sein ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und man kann wirklich ein ganz tolles Leben damit führen. Moderne Hilfsmittel machen das heute möglich. Den Miniscanner an der Brille zum Vorlesen von gedruckter Schrift bezahlt die Krankenkasse. Winterschlaf auf. Zeit, sie von den Altlasten zu befreien. Als Claudia mit 38 Jahren erblindet war, musste sie wieder bei Null anfangen. Sie tat es mit großem Elan. Ich war auf einmal total lernwillig. Also ich wollte einfach wieder ein normales Leben führen und habe mir deswegen in sehr kurzer Zeit ziemlich vieles wieder angeeignet. Bloß man muss halt wirklich von ganz vorne wieder anfangen, weil ich muss lernen, in meinem Haus wieder gehen zu können. Ich muss wieder lernen, eben ein Buch zu lesen. Und ich wollte es natürlich alles in so kurzer wie möglicher Zeit schaffen. Und nach ein paar Jahren habe ich jetzt gemerkt, alles muss ich gar nicht können. Statt sich mit der blinden Schrift abzumühen, hört sie heute viel lieber Hörbücher. Die Abstoßungsreaktionen durch die Knochenmarkstransplantation haben Claudia nicht nur das Augenlicht geraubt, sondern belasten auch ihre Lunge. Fast ein Jahr lang war sie zuletzt krank und selbst zum Spazierengehen zu schwach. Jetzt geht es ihr langsam besser. Und deshalb wagt sie heute zum ersten Mal wieder einen kurzen Ausflug mit blinden Hund Sunny. Du machst ja das ganz toll. Ganz fein machst du das hier. Ganz fein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dass er jetzt das alles noch kann oder nicht kann. Also das ist jetzt wirklich das erste Mal seit einem Jahr,
dass er wieder angeschirrt ist. Aber wir probieren es jetzt einfach. Ganz langsam, Schatz. Ganz langsam. Such die Tür. Such die Tür. So ist fein. Normalerweise ist sie jeden Tag draußen unterwegs. Sie geht zu Fuß zur Arbeit in der Apotheke oder auch zum Einkaufen. Immer mit Unterstützung von blinden Hund Sunny. Und der schlägt sich auch nach einem Jahr Pause recht wacker. Super. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so gut läuft. Wir sind ein gutes Team, aber ich würde mich jetzt noch nicht lange Strecken mit ihm gehen trauen. Also da würde ich vorher auf jeden Fall Trainerin mit ihm gehen lassen. Um ihren Alltag zu bewältigen, muss Claudia alles genau planen. Die Wegstrecken mit dem Hund ebenso wie das Kochen daheim. Das ist ihre große Leidenschaft. Am liebsten sind ihr Essenseinladungen für möglichst viele Freunde. Also ich war ja früher so ein total ungeduldiger Mensch und immer schnell und immer hektisch. Aber du lernst auf einmal, es geht nicht mehr alles schnell und hektisch, weil du musst einfach, wenn du deine Finger drüber lassen willst, alles ein bisschen ruhiger machen. Und du musst ein bisschen bedachter alles regeln und organisieren. Und ja, das ist einfach so. Ich habe eigentlich durch die Blindheit viel positive Aspekte erfahren. Wobei das jetzt aber nicht heißt, dass ich nicht mehr sehen möchte. Also sehen ist schon was Tolles. Weil es gibt ja auch Blinde, die haben das Verlangen gar nicht mehr zum Sehen. Ich würde schon ganz gern wieder sehen. Mit ihrem Ehemann Nerses verbindet sie eine besondere Beziehung. Kurz bevor ich Leukämie gekriegt habe, haben wir uns kennengelernt. Und dann ist er bei mir geblieben und hat mich die ganzen 30 Jahre begleitet. Ich habe vieles gesehen in den Kliniken. Und es ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen wurden verlassen, weil es die Partner nicht ausgehalten haben, weil es einfach schon schwer ist. Das Leben von meinem Mann hat sich auch komplett verändert. Der hatte sich mit Sicherheit auch ein anderes Leben vorgestellt. Aber jetzt hat er ein Leben gehabt mit einer Frau, die wo ihr ganzes Leben lang krank war. Aber er ist immer an meiner Seite geblieben. Es heißt immer, dass ich die starke Frau bin, aber ohne ihn wäre ich überhaupt nicht stark. Also er gibt mir die Stärke. Er ist einfach super. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, dass man das sagen kann. Du musst nicht sehen können, um zu sehen. Du siehst mit dem Herzen, du siehst mit den Ohren. Sehen ist nicht nur mit den Augen. Sich dem Schicksal nicht ergeben, sondern es im eigenen Sinne gestalten. Eine bewundernswerte Fähigkeit. Ich weiß nicht warum, aber auch damals während der Leukämie, für mich war Sterben nie eine Option. Also für mich war das überhaupt keine Rede, dass ich jetzt sterbe, obwohl ich wirklich oft sehr schlimm beieinander war. Aber das war einfach kein Thema. Das war, ich liebe das Leben und das macht mir Spaß. Und es macht mir auch Spaß, wenn es jetzt nicht so ist, wie man sich's vorstellt. Und es hat viel tolle Seiten. Das ist für mich total schön. Ich lebe sehr gerne.